Was bringt uns Kavumso? Mit Kavumso können wir ziemlich viele Gegner töten, die wir vorher nicht töten konnten. Zum Beispiel die Peaks-Gumbas. Wow. Ja, diesen Typen könnten wir auch mit Kavumso töten, allerdings auch mit der 3D-Sicht. So geht es einfach, wir warten und dann... Boom! Tot. Ja, funktioniert ziemlich gut und Kavumso wird uns auch bei anderen Sachen helfen. Denn zum Beispiel können wir jetzt auch diese Blöcke hier zerstören. Und zwar seitlich, nicht nur von unten, sondern auch jetzt auch seitlich. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas Wichtiges? Nö. So, hier haben wir jetzt 4 Türen. Und hier haben wir, glaube ich, sogar... Nein. Ja, ein Pixel mit der Fähigkeit zu explodieren. Bla, das war jetzt Tippis Meinung zu Kavumso. Die wollte ich aber eigentlich nicht hören. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob da noch eine Tür ist, aber anscheinend ja nicht. So, hier Peaks-Gumba, die können wir, wie wir ja wissen, ganz einfach mit Kavumso ausschalten, aber ansonsten können wir hier nichts machen. Wir sehen hier oben zwar diesen Schalter, aber da kommen wir nicht ran. Diese Türen hier führen nämlich in, glaube ich, 2 verschiedene Gebiete und ja, das ist, glaube ich, jetzt das 2. Gebiet. Ein neuer Gegner, den wir auch nur mit Kavumso töten kommen. Ein Schlurp ist das, glaube ich, oder Schlorp? Ne, Schlurp müsste es sein. Diese bizarre Kreatur ist ein Schlurp, gewappnet mit seiner harten Haut und gesegnet mit einem enormen Appetit. Maximal KP, Fragezeichen, und Angriff 2. Kein Angriff zeigt Wirkung. Im Inneren ist ein Schlurp dagegen sehr verletzlich. Vielleicht solltest du dem Schlurp das passende Futter geben. Tja, und damit meint sie Kavumso, und zwar BOOM! Damit können wir den Schlurp ganz einfach weghauen. Moment. So, jetzt muss ich mal husten. Das wollte ich euch auch ersparen, weil das war ziemlich heftig. So, nächste Tür führt uns ja wieder zu einem Schlurp. Den können wir allerdings mal wieder killen. 3D-Sicht und oha, wir stellen fest, hier ist eine Öffnung. Die können wir auch mit Kavumso freilegen. Und hier können wir jetzt ein paar Münzen einsacken. Und auch hier. Zack, 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 ja. Ja, Münzen sind immer hilfreich. Wir haben mittlerweile schon 318. Maximal kann man davon 999 einsammeln. Und sobald wir in die Nähe... Nein, das war blöd, weil hier waren wir schon mal. Wir sind ja eben durch die andere Tür rausgegangen. Sobald man die 999 voll hat, beziehungsweise kurz davor ist, sollte man sie in Items investieren, damit man, ja, keine Münzen bekommt, die... Also, ja, keine Münzen einsammelt, für die man im Endeffekt keine mehr bekommen kann. Das ist natürlich sehr bitter dann. So, hier sind wir jetzt wieder in Passage Nummer 2 mit einem Peaks-Gumba, den ich erst gar nicht gesehen hatte. Ja, und hier unten haben wir den Schalter, den wir bereits aus der unteren Tür mal gesehen hatten. Und was mag da wohl passiert sein? Was war das? Draußen muss etwas passiert sein. Boah, ich hoffe wirklich, dass die Stimme noch halbwegs passt. Weil ich bin mir gar nicht mehr so sicher, welche Stimmen ich so insgesamt hatte. Wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so übel. Aber jetzt ist was passiert, und zwar ist hier eine 5. Tür hingekommen, die ich eben gesucht hatte, aber Tatsache, die kommt erst, wenn man den Schalter aktiviert. Jetzt sind wir hier nochmal in einem sehr seltsamen Gebiet. Da sehen wir schon, oha, ja, diese Wolken hier, die einen einschläfern können. Hatten wir die schon? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wir hatten jedenfalls welche. Okay. Das habe ich auch noch nie gezeigt. Man kann die Wii-Fernbedienung schütteln, nachdem er auf einen Gegner draufgesprungen ist. Und dann kann man so lustige, ja, Tricks in der Luft ausführen. Ja, hier haben wir noch ein kleines Loch, da können wir reinfallen. Und hier gibt es so ein paar kleine Secrets. Nehmen so einen Swooper. Und hier ist noch ein Swooper. Das sind die Fledermäuse aus Mario. Die sind nicht wirklich stark oder so. Ja, mit diesen Tricks können wir uns, glaube ich, ein paar Punkte holen, aber das ist echt so wenig, das lohnt sich kaum. Ja, Schlurpkarte. Schlurp haben wir eben bereits schon mal gehabt. Und wen haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Karte, und zwar eine Swooper-Karte. Ja, damit haben wir jetzt die beiden mal eingesammelt und gucken uns die auch nochmal gleich an. Wo waren die denn? Swooper haben wir hier. Maximal KP 3, Angriff 1. Swooper sind gar nicht so, übel, sie sind nur so einsam. Ihr etwas seltsamer Begrüßungsritus beinhaltet das Knabbern am Kopf des Gastes.
erklärt vielleicht die Sache mit der Einsamkeit. Tja, eventuell ein wenig, könnte man sagen, Swooper Schlurp. Maximal KP Fragezeichen Angriff 2. Dieses hungrige Monster saugt alles auf. Bomben lösen bei diesem Gegner Sodbrennen aus. Ja, Tatsache. Das haben wir ja bereits gesehen. So, aber hier haben wir auch schon das Kapitelende gesehen und das werden wir jetzt auch mal berühren, da wir hier jetzt nichts wirklich mehr zu holen haben in diesem Kapitel. Und der Weg zur Villa, wir haben sie im Hintergrund gesehen, ist jetzt so einigermaßen geschafft. Möchtest du das Spiel speichern? Natürlich möchten wir das. So, und weiterer Text. Auf der anderen Seite des Sumpfs wartete ein beeindruckendes Haus. Das muss Merlys Villa sein, rief Peach voller Freude. Jetzt mussten sie nur noch das reine Herz finden. Aber wann waren die Dinge je so einfach für Mario? Voller Anspannung drangen unsere mutigen Helden in Merlys Villa vor. Kapitel 2.2. Kniffe, Fallen und Vergnügungen. Ja, das ist es, was uns in Merlys Villa erwarten wird. Und ja, es gibt hier auch viele Geheimnisse, würde ich mal sagen. Sogar schon außerhalb der Villa. Hier sehen wir zum Beispiel einen kleinen Münzblock. Da können wir ja so lange gegen... Also, ja, je schneller wir gegenspringen, desto mehr Münzen können wir abräumen. Wie viele maximal, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber naja. So, hier können wir jetzt beispielsweise schon in die Villa rein. Aber das lassen wir erst nochmal. Wie gesagt, hier gibt es viel zu holen. Und hier gibt es noch ein Schild. Glaubst du? Öffne die Tür. Etwa nicht? Sofort eintreten. Mysteriöse magische Merlee. Oh mein Gott, schon wieder eine Alliteration. Sie verfolgen uns durch jegliche Wii-Spiele durch und naja. Hier auf diesem Block müssen wir einfach mal springen. Und oh mein Gott, ein versteckter Block, der eine Leiter beinhaltet. Und mit dieser Leiter können wir grandios hier irgendwie nach oben einen sehr langen Weg machen. Und hier müssen wir an dieser Stelle mal Peach auspacken und mit der können wir dann nach links, 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 auf das Dach der Villa drauf. Und auf diesem Dach finden wir eine Stoppuhr. Eine verrückte Uhr, die Gegner aufhalten kann. Ja, mit der Stoppuhr können wir Gegner eben einfrieren, freezen, ja, stoppen eben. Und ja, hier müssen wir in die 3D-Sicht wechseln und können dann hier auf diesem Balkon noch stehen bleiben. Diesem Balkon finden wir noch eine Miseria-Karte. Miserias haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht einmal gesehen. Von daher ist das besonders seltsam irgendwie. Aber ich zeige sie trotzdem mal. Hier haben wir die Miseria. Maximal KP 1, Angriff 1. Dieser Gegner nimmt dir den Wind aus den Segeln. Zudem verliert man sich leicht in seinen Augen. Tja, was mag das wohl heißen? Ich denke, das werde ich an dieser Stelle noch nicht spoilern. Wir werden erstmal warten, bis wir solchen Wesen begegnen. Ja, jetzt sind wir in Merlys Villa und sehen hier schon, oha, hier hat jemand ein nettes Begrüßungskomitee eingesetzt. Hilfe. Man kann sie auch in der 3D-Sicht umgehen, aber so ist es irgendwie lustiger. Man kann draufspringen, aber man kann sie nicht töten. Was haben wir denn hier? Eine Kugel, die wir nicht irgendwie berühren können. Tja, naja, gehen wir mal weiter. Nebenbei müssen wir hier in die 3D-Sicht, ansonsten erkennt Mario am Ende nicht, dass es sich um eine Tür handelt, warum auch immer. Ja, so muss man das machen. So. Hier gehen wir einfach mal weiter. Wer ist das denn hier? Kennen wir diese Person nicht? Hallo, herzlich willkommen. Willkommen in Merlys Villa. Ich bin Lady Merlys Hausmädchen Mimi. Aber ihr dürft mich auch Mimilein nennen. Ihr wollt Lady Merlys sprechen, nicht wahr? Also, Lady Merlys ist im ersten Stock im hinteren Raum. Geht einfach rein, aber passt auf. Geht bloß in keinen anderen Raum, sonst passiert etwas. Viel Spaß noch, ja? Kennen wir diese Person hier nicht irgendwoher? Ja, aufmerksame... Moment. Nein, Quatsch. Wir kennen sie gar nicht. Ich habe hier Müll erzählt. Egal. Wir gehen jedenfalls mal in den hinteren Raum. Vertrauen diesem Hausmädchen einfach mal. Auch wenn sie so ein bisschen seltsam zu uns war. Aber das soll ja nichts heißen. Ein Raum, in dem es nach oben geht. Tja, was mag das wohl bedeuten? Wir haben hier einen Schalter. Betätigen wir den mal. Und was geschieht hier?
Oh mein Gott. Nein. Okay. Man kann rausgehen. Und man wird feststellen, okay, das ist schlecht. Theoretisch könnte man jetzt mal zu Merle zurückgehen und sie fragen, nicht zu Merle, zu Mimi, zum Hausmädchen zurückgehen und sie fragen, was sie uns damit eigentlich sagen wollte, dass wir hier in einen Raum gehen, wo einfach so Stacheln aus der Decke kommen. Und sie wird uns dann sagen, warum ich das jetzt gemacht habe, werdet ihr euch fragen? Ja, sie wird uns das nämlich sagen, indem sie unsere Wii freezen lässt. Denn ich habe noch die alte Version von Super Paper Mario und wenn man in dieser Version hier zurück zu Mimi geht, ja, gehen wir einfach mal hier drauf in der 3D-Sicht. Wenn man in dieser Version zurück zu Mimi geht und sie anspricht, nachdem man den Raum betreten hat, dann freeze die Wii ein und macht so einen nervigen Dauersound und man kriegt die nur aus, indem man irgendwie Stecker zieht, glaube ich. Ist ein bisschen nervig, wenn man es nicht weiß, aber ich muss zugeben, dass mir das noch nie passiert ist, weil ich direkt hier hochgegangen bin, weil das ist die zweite Methode, wie man denn weiterkommen kann. Ja, das war jetzt ein bisschen seltsam, aber hier müssen wir so irgendwie durch. Die Dinger hier können wir ja zum Glück zerstören mit Kabum so. Wir müssen hier oben nämlich weitergehen. Und ja, ich weiß nicht, warum ich hierauf als erstes gekommen bin, anstatt jetzt mal zurückzugehen und Merle darauf anzusprechen. Nicht Merle, Mimi darauf anzusprechen. Ich bin so ein Depp. Mimi heißt sie, das Hausmädchen, ja. Hausschlüssel. Öffnet eine Tür in Merles Villa. Diesmal wirklich Merles Villa. So, hier können wir aber auch nochmal runtergehen. Ihr habt es vielleicht gesehen, hier befindet sich noch ein schöner Block, in dem sich eine Münze befindet. Wahnsinn. Ja, keine nette Begrüßung für unseren lieben Mario. Und aus irgendeinem Grund sollten wir dem Hausmädchen ab dieser Stelle mal so ein bisschen über die Schulter schauen, weil wir sollten ihr nicht mehr so blind vertrauen wie dieses Mal. Das soll uns einfach nur, das will uns das Spiel hierbei nur sagen. Oh mein Gott, wir gehen in die anderen Räume rein. Und wir finden hier zunächst mal nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob man durch eins von den Fenstern kann. Deshalb probiere ich das immer mal. Wir finden einen Pilz. Sollen wir den doch einfach mal ein? Oh mein Gott. Eine Falle. Wer hätte das bloß für möglich gehalten, wenn schon so ein Pilz an so einem Seil hängt? Ist überhaupt nicht auffällig. Aber die Falle ist nicht wirklich schlimm. Wir haben hier lediglich einen Schlorb, der uns... der uns irgendwie aufhalten soll. Und ansonsten rein gar nichts. So, hiermit können wir dann wieder nach oben, als wäre nichts geschehen. Interessantes Detail am Rande, keine Ahnung, ich glaube, man kann in dieses Loch nicht zweimal reinfallen. Nur wenn man den Pilz berührt, fällt man, glaube ich. Oder vielleicht, wenn man auch an die Stelle vom Pilz springt. So, hier haben wir ganz viele Münzen, die wir zunächst mal so einsammeln können. Aber da hinten teilen sich, glaube ich, noch in zwei Reihen auf, wenn mich das nicht täuscht. Ja, hier teilen sie sich in zwei Reihen. Nee, oder? Okay. Das war eventuell zu vermuten. Eine weitere Falle. Und hier sollen uns Swooper killen. So. Ja, das war blöd. Ja, vielleicht habt ihr es gehört. Mit diesem Schalter können wir hier hinten diese Röhre zum Auftauchen bringen. Allerdings hält das immer nur für einen kleinen Zeitpunkt. Und irgendwie ist es zu kleiner Zeitpunkt, als dass wir da hinrennen können. Deshalb lassen wir Kabumso hier, betätigen den Schalter und gehen dann hier rein. Mit Kabumso kann man sowas auch unglaublich gut machen. Kann man die, solche Zeiträtsel so ein bisschen austricksen. Und jetzt gehen wir einfach mal hier hinten weiter und sammeln von hier hinten mal alles ein. Und bemerken, dass auch hier wir irgendwie runterfallen. Wir können jetzt uns noch die zwei Münzen holen. Machen wir es. Gehen wir für zwei Münzen noch mal hier runter. Ich glaube, wir lassen es. Zwei Münzen sind nicht die Welt und ja, das ist okay. Wir brauchen die zwei Münzen nicht. So, gehen wir wieder aus diesem Raum raus. Merle hat uns ja Ich verwechsel sie immer. Das gibt's nicht. Mimi hat uns ja partout gewarnt, dass wir nicht in diese Räume gehen sollen, auch wenn hier mehr oder weniger nichts wirklich Schlimmes auf uns wartet. Und wir werden Mimi jetzt auch nicht mehr ansprechen, weil ich hatte es angedeutet. Moment, hier haben wir noch einen schönen Pilz, 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 Pilz. Oh mein Gott, wieder eine Falle. Diesen Pilz kann man übrigens nicht einsammeln.
Zumindest nicht, bevor man einen gewissen... Ja, eine gewisse Fähigkeit bekommt. Ja, Buhus. Die werden nur sichtbar, wenn wir uns umdrehen. Beziehungsweise, ja, wenn wir sie nicht angucken. Und nur dann können wir sie verletzen. Ist natürlich schwierig, dann gleichzeitig noch auf sie drauf zu springen. Deshalb ist Kaboom so hier auch eine gute Wahl. Ja, an diesem Pilz kommt man jetzt nicht dran. Auch wenn es zunächst mal so aussieht, aber er wird uns ganz knapp von der Nase weggezogen.